Wir kommen heute mal wieder zu einer kleinen Stippvisite bei Clicker Heroes. Und zwar, es geht jetzt wieder auf den nächsten Überstieg, also den nächsten Meta-Welten-Reset zu. Und also ja, aktueller Status, ich bin jetzt wieder auf einem neuen Level hoch, und zwar bei über 5100, habe entsprechend auch hier ein weiteres dieser Transzendenz-Achievement bekommen und bin jetzt eben schon auf Level 5000. Es fehlen hier natürlich immer noch die ganzen furchtbaren Sammel-Achievements für die Mercenaries, wo mir jetzt hier gerade wieder sozusagen wie die Fliegen weggestorben sind. Der eine war noch recht günstig mit 12 Rubinen wieder zu beleben, während die anderen dann halt einfach zu begraben sind. Der Leroy Jenkins fehlt mir in der Stelle auch immer noch, dass ich den einmal habe, um den dann begraben zu können für das eine Achievement. Mal gucken, wann das dann klappt, dass ich den mal irgendwie bekomme. Zum aktuellen Status, also ich werde jetzt erstmal den Reset machen, weil ich jetzt hier aktuell nicht mehr allzu schnell weiterkomme, sondern erst wieder, wenn ich hier nächsten nochmal einen Push machen könnte von den verwendeten Mercenaries. Ihr seht, ich habe hier im Moment hier für den letzten Push einen ziemlich hohen Multiplikator noch zusammengesammelt, indem ich das einfach eine ganze Weile habe laufen lassen. Entsprechend habe ich jetzt hier gerade wieder einen neuen Sprung gemacht, also ein paar neue vergoldete Seelen, auch wenn die jetzt natürlich bei dem nächsten Überstieg wieder weg sind. Also von 5070, was dann jetzt die neue 10er Stufe war, die ich bisher noch nicht erreicht hatte, eben bis 5110. Und entsprechend habe ich hier dann jetzt noch wieder ein paar, die ich auf den König Midas vereinigen kann, weil der im Endeffekt ja jetzt derjenige ist, mit dem ich regulär spiele. Und Kaido und Betty sind sozusagen die beiden, die zuvor noch ein paar bekommen haben, die ich jetzt noch nicht alle umgesammelt habe, weil letztlich gegenüber 655, ob da jetzt noch 100 draufkommen oder nicht, das macht dann so groß ist der Unterschied da auch nicht mehr. Okay, also hier, das ist die Strategie, die ich ja schon beim letzten Mal gezeigt habe, dass ich hier die ganzen Heroes, die letztlich keine allgemeinen Boni haben, im Sinne von genereller Klickbonus oder genereller irgendeine Fähigkeit freischalten oder sonst irgendetwas hier, speziell hier sind sozusagen alle ausgeschaltet, weil ich auf die einfach nicht angewiesen bin. Das heißt, also die mache ich dann immer alle erstmal nur auf 200. Danach dann mit Betty so bis um die 10.000, weil danach ist Kaido dann eben auch auf Level 2.000 und hat diesen König Midas Bonus, wo es dann eben dann einfach nur darum geht, König Midas entsprechend weiterzumachen. Und hier bis zum nächsten 25er wäre es jetzt auch noch ein ziemliches Stück, bis ich da wieder rankomme. Die Mercenaries sind aktuell sozusagen ziemlich verschlafen und jetzt nicht allzu schnell wieder abholbereit. Ja, wenn ich jetzt natürlich in den Meta-Welten-Reset gehe, habe ich natürlich den hier, sowie den neuen Söldner, die ich dann sozusagen nicht laufen lassen kann mit irgendeiner 24- oder 48-Stunden-Quest. Aber das ist jetzt auch erstmal unerheblich, weil die beiden hier sind jetzt auch ziemlich schwach, weil die jetzt eben auch ganz frisch dazugekommen sind. Und wie gesagt, hier war wieder ein ziemliches Massensterben der Mercenaries. An der Stelle ist es schon ziemlich frustrierend, dass es irgendwie so ein ziemlicher Zufallsfaktor ist, dass man auch nicht mehr durch die Länge der Mission letztlich beeinflussen kann, auf die man sie schickt. Ansonsten, der heutige Raubzug ist schon abgeschlossen. Level 55, der Titan-Level 55 ist inzwischen überhaupt kein Problem mehr. Und aktuell sind es eben 1,5 hoch 14 Seelen, während der Schaden inzwischen bei 1,5 hoch 6 liegt. Und die regulären, genau, es liegt noch knapp drunter, weil natürlich hier dieser kleine Bonus, der letztlich schon als die schon aufgegebenen Seelen wieder bei dem Meta-Welten-Reset, die da schon geopfert wurden und hier trotzdem natürlich in den Schaden reinfallen. Gestern habe ich es nicht ganz abgeschlossen, weil dazu hätte ich noch ein Reset machen müssen, also den Reset, den ich jetzt erst mache, weswegen ich dann auch den Klickschaden nicht gereicht hätte, um den in einer Runde zu besiegen. Aber das ist ja dann auch erstmal wieder eine Weile offline. Die Länge hat sich jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich erhöht, weil ich glaube, beim letzten Mal war ich noch um die 20 oder vielleicht auch schon 28 Tage. Jetzt sind 37 Tage, bis ich eben jetzt bis zur nächsten Übersteigung komme.
Dafür werde ich auf jeden Fall zumindest 9 auf jeden Fall dazu haben. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie hoch sozusagen dieser ganze Block ist, weil ich bekomme auf jeden Fall 3 hoch 15 dazu. Also das werde ich jetzt dann gleich mal machen und euch dann noch ein bisschen meine Inzidenz zeigen, bevor ich dann den Meta-Welten-Reset auch wirklich mache. So, hier natürlich jetzt erstmal das einfach so noch ein bisschen laufen lassen. Sozusagen der klassische Start, einfach hier so die ersten 3 schon mal reinholen und die Boni machen, bevor ich dann, bis ich wieder da bin, also bis ich sozusagen hier mit den Inzidenz fertig bin, dann dort weitermache. Also ihr seht hier meine wichtigsten Urbosse oder halt meine wichtigen Inzidenz, der einmal der für die Urbosse ist aktuell Level 50. Also mein Antiker hier, der dafür sorgt, dass ich hier weniger als 4 Monster letztlich besiegen muss. Also bei den meisten sind es halt 6, bei ein paar ist es dann auch 5. Und inzwischen habe ich eben alle Relikte darauf angepasst, dass hier wirklich was zu den Monsterschaden beitragen. Das heißt, es ist knapp ein Monster, was ich sozusagen über die Relikte abdecke. Und die sind alle so weit, dass die hier 16.000 erfordern würden. Ich könnte das noch ein bisschen updaten, aber es bringt letztlich überhaupt nicht viel, weil von 6,52 auf 6,53 ist das so minimal, dass sich das einfach nicht lohnt. Aber in der Gänze ist es dann doch schon ganz okay. Also zurück zu den Inzidenz. Ja, also hier, wie gehabt, mein Standardvorgehen wäre jetzt wieder... Also ich habe jetzt einen Bonus von 1,96, das heißt, ich würde auf 2,0 hoch 17 gehen, also bis ich hier einen 2,0 hoch 17 Bonus habe. Das wären dann einfach hier in den 50er Schritten. Mal gucken, sobald ich die 2,0 überschreite, dann wären jetzt die restlichen, weil ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Bonus, als ich ursprünglich gehabt hätte mit den neuen Heldenseelen, die ich dann jetzt entweder hier auf die SPS verteile, das Gold nachrangig. Ihr seht, hier ist schon so eine Abstufung. Also das Wichtigste ist der SPS-Schaden, damit ich möglichst hoch komme. Dann eben auch das Gold von den inaktiven Monstern. Anschließend eben Gold aus Schatzdrohnen, der goldene Schadensbonus und letztlich das Gold als solches. Und die anderen, die ich nicht regulär benutze, aber die ich trotzdem nicht ganz außen vor lasse, ihr seht, dass ich hier die teilweise 35, 37, ich glaube hier oben, ne, also 37 ist so das Höchste, in dem Teil dann auch verteile, wenn ich hier einfach keine sinnvollen Schritte mehr machen kann und doch zu viele Heldenseelen an der Stelle übrig bleiben. Aber ja, also wie gesagt, hier muss ich jetzt nicht mehr allzu viel machen. Jetzt kann ich mal nachschauen. Also 3 hoch 15 habe ich jetzt gemacht. Das heißt, es würde mindestens 2 weitere Aufstiege dauern, um hier weiterzukommen. Deswegen werde ich das an der Stelle nicht machen, sondern einfach den Reset machen und die neuen antiken Seelen mitnehmen. Mal schauen, wie viel ich jetzt hier aktuell insgesamt habe. 72, das heißt, es wären dann auf 81, hätte ich dann nach dem nächsten Welten-Metal-Reset. Und ich werde an der Stelle auch mal wieder ein Reset machen, weil ich gemerkt habe, also es ist ziemlich mühsam jetzt hier über die 5000, also aufgrund der ganzen Boni komme ich jetzt bei über 5000 an der Grenze an. Und die erhöht sich ja dann auch nochmal wieder mit dem nächsten Reset. Das heißt, ich will eigentlich hier diese beiden Elemente wegnehmen. Das heißt, hier sind es, glaube ich, dann 3 Punkte. Hier bin ich nicht genau, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das erste Level waren auch nur 1 und danach 2 und jetzt 3 oder so in der Dreh. Das heißt, es müssten hier zumindest noch 3. Das heißt, insgesamt würde ich hier 6 wieder freisetzen. Den Zodomon würde ich auf jeden Fall auf 2000 wieder hochholen. Weil letztlich das Entscheidende ist ja eben aus meiner Sicht die Kombination der Mercenaries, die, wenn sie denn, ja jetzt ist aktuell überhaupt keine Heldenseelen-Quest dabei, aber wenn sie anteilig dann hier für diesen Teil letztlich sorgen, das heißt, je schneller ich weiter nach oben komme, desto höher ist hier der Multiplikator, abhängig natürlich einmal eben von der Wirkungsweise von Solomon, was ja eben hier der Pyramidikus ist in der deutschen Übersetzung. Und hier ist natürlich die Übersetzung noch nicht, weil eigentlich müsste hier dann auch Pyramidikus stehen. Deswegen den ein bisschen zu verbessern, um den Multiplikator für die Mercenaries zu erhöhen. Und zusätzlich hier den Schadensbonus ein bisschen hochzubringen. Aber das werde ich mir nochmal anschauen. Weil eine Sache, die ich auf jeden Fall eben weiter wieder machen möchte, ich nehme mal an, das werde ich gleich sehen, dass wenn ich hier Level 20 habe, dass hier wahrscheinlich der dann mehr erfordert.
Also auch wenn das relativ wenig aussieht, weil es hier inzwischen deutlich weniger als 2% sind. Genau, ich glaube 1,89 habe ich jetzt hier. Macht es trotzdem ziemlich viel aus, weil es ja letztlich nochmal um eine Senkung geht und im Verhältnis zu dem, was ich vorher habe, also von 100 Seelen kostet es mich dann nur noch so um die 38 und dann nur noch um die 36, also die Nachkommazahlen lasse ich jetzt mal weg. Aber letztlich macht es dann trotzdem eine Senkung wieder um 5% aus, deswegen werde ich das hier eben weiter verfolgen und sagen, okay, letztlich gehen die Kosten nochmal um 5% runter und ich komme etwas schneller einfach hier auf diese hohen Werte, soweit es jedenfalls klappt, hier die Sachen auszugeben. Deswegen also beim Reset natürlich weiterhin auch hier ein Bonus und dann werde ich mal schauen, dass ich auf jeden Fall den hier sozusagen auf 25 bringe. Das heißt, das wäre dann ein Viertel besser. Hier werde ich mal sehen, ob ich den noch weiter über 20 bringe, eventuell 21, wenn gerade noch einer übrig bleiben sollte, gegenüber dem hier. Aber ja, einfach jetzt in den Überreset, genau, also 9 Antiken und alles andere geht mal wieder verloren. Nein, oh. Naja, mal schauen, wie lange es dann dauert, bis ich ja, den nächsten Überstieg an der Stelle mache. Jetzt habe ich vergessen, den Reset zu machen. Aber das sollte jetzt nicht schlimm sein. Ich mache das Ganze einfach nochmal, passiert ja nichts sozusagen. Also 81 Seelen habe ich jetzt, gehen ja zum Glück keine verloren. So, als erstes werde ich jetzt mal die 10, mal gucken, 10 kann ich auch auf einmal machen, den hier wie gesagt auf 20. So, jetzt habe ich hier 9,2 hoch 14, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube hoch 13 war das vorher, also es ist trotzdem noch eine deutliche Steigerung, auch wenn ich jetzt gar keine Boni weiter dazu hole, weil das hier hat ja sich sowieso ein bisschen erhöht. Genau, ich bekomme jetzt nur noch 5% statt 6,5%. Das heißt, das ist eh kein so großer Unterschied. So, dann jetzt hier noch den Solomon, auch wieder um 20 sozusagen hochzubringen. Das ändert für die Sachen hier an der Stelle auch nichts. Und ja, dann jetzt hier die ersten 10 Level, die 40% bringen. Dann jetzt die nochmal bis auf 20. Und ja, wie befürchtet geht es jetzt auf 3 hoch. Und natürlich nimmt das Ganze noch weiter ab. So, ich habe jetzt noch 11 Seelen übrig. Den wollte ich ja zumindest auf 25 bringen, damit die Idle-Boni noch ein bisschen stärker werden. Die sind mir an der Stelle recht uninteressant, weil ob ich jetzt 10% mehr habe an der Stelle oder nicht, ich muss ja eh um die 5000 mindestens erreichen, damit ich dort, oder beziehungsweise jetzt natürlich dann noch einiges höre, was entsprechend schwierig ist. So, jetzt habe ich noch 6 Seelen übrig, das heißt, ich könnte noch 2 Level von dem machen und lasse den Solomon zumindest auf der 2000. Immerhin ist er ja auch um 20% oder sogar ein bisschen mehr, weil es sind ja 200% mehr gegenüber den 18 oder 1800% von vorher. Das heißt, ich werde hier einfach noch die 2 reinstecken und ja, hoffe, dass sich das dann so weit lohnt, da entsprechend aufzusteigen. Das heißt, am Ende wird es schon ziemlich happig werden, wenn der alle 10 Level letztlich mindestens eine mehr benötigt und dass sich das dann soweit ausgleicht. So, und jetzt kommt das mühsame, der mühsame Anfang wieder, wo ich letztlich selber dann tatsächlich händisch aktiv werden muss, bis ich meine ersten Antiken wieder habe, die ja, für mich die Arbeit erledigen und vor allen Dingen meine beiden Idle-Antiken. Weil vorher nützt mir sonst natürlich dieser ganze Bonus hier an der Stelle überhaupt nichts, solange die nicht wieder aktiv sind. Ja, also soweit zur heutigen Folge. Ich weiß noch nicht, ob und wann ich eine weitere Folge machen werde, weil es zieht sich doch inzwischen ziemlich und so Clicker Hero steht sozusagen langsam auf dem Abschuss zu sagen, okay, die Achievements zu vervollständigen ist einfach nur eine mühevolle Grinding-Arbeit. Da ist überhaupt kein großer Spaß dabei. Und wirklich was Neues passiert an der Stelle ja jetzt auch nicht mehr. Das heißt, mal sehen, vielleicht ist das an der Stelle auch die letzte Folge. Und mal sehen, welches andere Clicker-Game sozusagen an der Stelle dann den Platz von Clicker Heroes einnimmt, das mich motiviert und interessant genug ist, dann doch immer mal wieder einen kurzen Bericht zumindest zu geben, wenn ich eine Stufe, eine Runde oder irgendetwas Neues in Aussicht ist. Also bis zur nächsten Folge und
Macht's gut. Tschüss.